Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Vitoco Live. Ich bin Alexander Vitoco, Life-Coach aus Leidenschaft. Unser Thema der Woche heute ist Energie ist. Unser Thema der Woche ist Energie ist. Es ist das oberste Gesetz im Leben, dass alles einfach nur ist. Alles ist Energie. Alles ist irgendwie im Flow, alles ist Bewegung und alles ist einfach nur. Das heißt im Klartext, wenn wir etwas werten, also etwas als positiv oder negativ empfinden, dann ist die Sache selber, die Situation, der Mensch, das, was gesagt wurde, ist einfach nur, aber wir werten es. Wie machen wir das? Wenn Sie die Information aufnehmen, weil Ihnen etwas einer sagt, das, was ich Ihnen hier vielleicht sage, dann gleicht Ihr Unterbewusstsein ist automatisch ab mit Ihrem Glauben, mit Ihrem Glaubenssystem. Ihr Glaubenssystem ist Ihr Rückhalt. Das ist das, wie Sie ticken, wie Sie denken, die Ihre Einstellung beeinflusst und wo Sie merken, okay, das habe ich schon mal erfahren, das habe ich schon mal wahrgenommen, das kann ich nachvollziehen, das kenne ich schon. Wenn Sie Informationen bekommen, die Sie noch nicht kennen, die Sie noch nicht abgleichen können, weil da nichts ist an Erfahrung, dann haben Sie ein Problem. Dann versuchen Sie automatisch, es mit Ihrer Vorstellungskraft sich vorzustellen. Das heißt, Sie versetzen sich in die Lage, hören zu, versetzen sich da rein und denken dann, okay, wie kann das sein? Könnte das, kann ich mir das vorstellen? Wenn Sie das schaffen, ist gut. Wenn Sie es nicht schaffen, dann sagen Sie, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann kommt auch öfters dieser Spruch, das kann ich nicht glauben. Ihr Glaube ist relativ. Wir setzen die Informationen, die wir aufnehmen, in Relation zu unserem Glauben. Das ist unser Glaube, es ist unsere Erfahrung, es ist das, was wir schon mitgenommen haben bis hierhin. Das ist aber nicht der Nabel der Welt. Und es mag vielleicht sein, dass gerade in den Bereichen, wo wir noch weiterkommen wollen, wo wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne sein möchten, da festhängen, weil wir Probleme damit haben, noch keine Erfahrung haben, es abzugleichen. Und unser Vorstellungsvermögen, also das, auf das wir schwenken, wenn wir in unserem Glauben diese Erfahrung nicht finden, das ist abhängig von unserem Bewusstsein. Also wie wir auf dem Level, wo wir gerade sind, denken und stehen, die Welt sehen und von da aus vorangucken können, wie weit wir gucken können. Und wenn das nicht funktioniert, wenn wir das an die Informationen, die wir gerade bekommen, wenn die nicht in diesem Korridor, so weit wie wir gucken können, drin ist, sondern darüber hinaus, dann haben wir eine Schwierigkeit, uns das wirklich vorzustellen, dass das wirklich sein kann, dass es jemals funktioniert. Nehmen Sie den Fernseher, in den Sie reingucken. Vielleicht ist es ein Flachbildschirm. Vor etlichen Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass sowas überhaupt jemals existieren wird. Bewusstsein. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert und dass es nicht existieren wird. Wir können es uns nur in diesem Moment nicht vorstellen. Voranzukommen heißt aber, offen zu sein, zu erkennen, dass die Idee, die Information, die Wahrnehmung einfach nur ist, der Mensch einfach nur ist, die Sache nur einfach nur ist. Und wir deswegen sagen, okay, ich lasse mich offen, mag sein, dass das vielleicht funktioniert. Die richtige Frage für Sie ist nicht, kann ich es abgleichen mit meinem Glaubenssystem, kann ich mir das vorstellen, kann ich das glauben, sondern hilft mir diese Information, hilft mir diese Idee, um an mein Ziel zu gelangen. Ihr Job ist es, Ihr Glaubenssystem, was auch nur relativ ist, in Relation zu setzen und zu bringen zu Ihrem Ziel, zu Ihrem Wunschbild, wo Sie hinwollen, damit das wachsen kann und sich da zu öffnen und offen zu lassen und zu sagen, hey, ich lasse das mal offen, das mag sein, dass mir das hilft, dass da dieses Vorstellungsvermögen noch wachsen darf, dass mein Bewusstsein wachsen darf. Und dann gehen Sie frohen Mutes, sehen Sie sich so weit Sie gucken können in Ihrem Ziel, in Ihrem Wunschbild, fühlen sich hinein
und fangen Sie an, jetzt und hier mit Entschlossenheit daran zu arbeiten. Und mit der Erfahrung, die Sie machen werden, verändert sich auch Ihr Glaube, weil Sie die Informationen, die Sie aufnehmen, nicht mehr sofort werten in negativ, positiv, sondern Sie lassen es neutral und Sie bestärken sich darin, dass Sie sagen, ja, wenn Sie das Gefühl haben, diese Information hilft Ihnen, Sie sagen, okay, diese Idee ist cool, da gehe ich ran, das passt zu meinem Ziel, ich probiere es einfach mal. Und sich dann ermutigen, sagen, ich schaffe das. Und dieses Ermutigen kommt auch, fällt Ihnen leichter, wenn Sie sich immer wieder in Ihrem Wunschziel sehen, wenn Sie sich darauf konzentrieren und sich bestärken und sagen, ich schaffe das, ich werde das erreichen. Und vielleicht mag mir dieser Schritt dazu helfen. Und so gehen Sie frohen Mutes Schritt für Schritt und Ihr Glaubenssystem wird sich verändern. Es wird immer subjektiv sein und individuell. Ihr Glaubenssystem gibt es nur einmal auf dieser Welt und es ist genial. Entscheidend ist aber, dass es Ihrem Wunschbild, Ihrem Ziel, wo Sie hinwollen, angepasst ist, damit Sie auch dahin kommen können und Ihr eigenes Glaubenssystem Ihnen nicht im Weg steht. Ich glaube, dass die Antworten, die ich jetzt gleich habe auf die Fragen in Schreib Alex, den Menschen helfen werden, die mir die Fragen geschickt haben. Bis gleich. Liebe Zuschauer, ich habe von Ihnen Fragen erhalten, auf die ich jetzt hier gerne in Schreib Alex eingehen möchte. Und diese Fragen haben es teilweise echt in sich. Die erste fange ich mal mit der großen schon an, ist von Thorsten. Und Thorsten schreibt mir, dass er seine Frau betrogen hat und sie jetzt im Moment nichts von ihm wissen will. Sie sich getrennt haben, er sie aber über alles liebt. Es tut ihm total leid, es war irgendwie eine einmalige Sache. Und sie haben zusammen zwei kleine Kinder und er ist, weil er so versucht, an ihr festzuhalten und sie wieder zurückzugewinnen, in dieser Situation, dass er an ihr klammert, sie sogar kontrolliert und wann immer er versucht, so energisch wieder an sie ranzukommen, blockt sie und mauert sie total und er ist völlig verzweifelt und schreibt mir im Prinzip, er weiß, dass alles an mir liegt, an ihm liegt, seine Ehe nochmal zu retten. Und er hofft, dass ich ihm irgendwie einen Tipp geben kann. Also er hat noch nicht mal eine richtige Frage dazu formuliert, aber natürlich ergibt es sich aus dem Kontext. Lieber Thorsten, Liebe heißt loslassen. Wenn du deine Frau wirklich liebst, so schwer das auch fällt, dann darfst du sie loslassen, damit sie freiwillig von alleine wieder zu dir zurückkommt, was du aber auch nicht weißt. Also wahre Liebe heißt wirklich, es loslassen und wenn es noch so schwer fällt und schmerzhaft ist, es ist passiert, was es ist und natürlich liebt dich deine Frau auch noch, was ich an dem Verhalten, was du mir beschreibst, erkennen kann. Es ist eine ganz natürliche Reaktion, dass sie erstmal, man könnte, wenn man in Tierbildern spricht, sagen, dass sie einfach noch da sitzt und ihre Wunden leckt und das muss sie erstmal alleine tun. Da kann sie dich jetzt gerade mal gar nicht gebrauchen, ja, als derjenige, der ihr die Wunde zugefügt hat. Also gib ihr die Zeit, lass ihr die Zeit. Glaube daran, dass du sie wieder zurückgewinnen kannst, dass ihr noch eine Chance habt. Aber gib ihr die Zeit selbst, nachdem sie aus der Emotion sich ein bisschen befreien kann und da Zeit drüber und Gras drüber gewachsen ist und vergangen ist, dass sie selbst erkennen kann, dass du der richtige Partner für sie bist, also natürlich der Vater der Kinder bist und dass ihr immer noch eine gemeinsame Zukunft hat. Letzten Endes wird es sich dadurch entscheiden, ob deine Frau in der Lage ist oder willens ist, über ihren Schatten zu springen und dir zu vergeben. Und ob sie dir jetzt mehr vergeben kann oder leichter vergeben kann, dadurch, dass du sie kontrollierst, mit Sicherheit nicht. Dass du sie unter Zugzwang setzt, mit Sicherheit auch nicht. Dass du ihr tausendmal sagst, wie leid es dir tut, ist zweifelhaft. Also das Beste, was du tun kannst, ist ihr Zeit zu geben im Moment und ihr zu zeigen, dass du sie liebst, dass sie es einfach weiß. Aber du kannst nicht mehr tun, als ihr aus einer bestimmten sicheren Abstand und Entfernung die Hand zu reichen und ihr das Gefühl zu geben, dass du für sie da bist. Und ich denke, sie weiß, dass du dir nicht sehnsüchtiger wünschst und dass es dir leid tut und dass sie wieder zusammenkommen wollt, dass das dein Herzenswunsch ist und dass dir vieles dadurch klar geworden ist. Aber es liegt jetzt an ihr.
ob sie dir vergeben kann und verzeihen kann. Aber du tust Gutes dahin, dazu, indem du sie jetzt einfach mal lässt und einfach mal 3 Meter zurückgehst. Okay? Gut, sehr bewegende Frage und Geschichte. Die Frage, die du dir noch stellen kannst, Thorsten, das kommt mir auch gerade noch dazu, was kannst du aus diesem Geschehenen lernen? Das hast du sicherlich schon einerseits, aber was auch noch für die Zukunft? Also wie kannst du auch aus dieser Situation jetzt, ja, also im Nachhinein, daraus lernen? Was kannst du aus dieser Situation jetzt noch dir ziehen? Wie du dich jetzt verhalten kannst? Was du für die Zukunft, für eure Beziehung vielleicht anders machen kannst? Da sind ja auch viele andere Eintäglichkeiten dabei, die auch vielleicht dazu geführt haben, dass irgendwo schon Reibereien da waren, Unstimmigkeiten da waren, Gewohnheiten, die vielleicht einen so ein bisschen auseinander haben driften lassen in manchen Dingen. Also reflektier das Ganze mal für dich auch. Nutz die Zeit also auch für dich. Gut. Der Alexander, mein lieber Namensvetter, hat mir eine Frage geschickt. Wie schaffe ich es, mein Denken von einem Tag auf den anderen komplett zu verändern? Also, lieber Alexander, da muss ich mal ganz klar sagen, grundsätzlich geht das nur durch Bewusstsein, durch Veränderung. Es kann schon mal passieren, dass wir so pong, den Tag unserer Erleuchtung haben, den großen Knall, den großen Aha-Effekt. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass die Veränderung ein schleichender Prozess ist. Und dass die Kleinigkeiten im Leben die große Wirkung erzielen. Also, dass wir durch permanentes Konzentrieren auf zum Beispiel Wunschdenken, positives Denken, also das Denken auf das, was wir wollen, unser Denken verändert. Wenn also dein Denken im Moment in diese Richtung geht, dass du mehr zweifelst, Angst hast, Sorge hast, an Probleme denkst, und dir eher darüber Gedanken machst, warum etwas nicht funktioniert, dann solltest du diese Taschenlampe, diesen Fokus mal schwenken auf das, was du willst und dich da mehr drauf konzentrierst. Und dann veränderst du dein Denken in dem Moment, in dem du merkst, es dir bewusst wird, dass du negativ denkst oder an Probleme denkst, an Sorgen. Und in dem Moment die Taschenlampe schwenkst auf das Positive. Dann veränderst du in diesem Moment dein Denken. Aber das darfst du immer wieder tun. Es ist ein hartes Training. Also es ist in den seltensten Fällen so von jetzt auf gleich, bang, und dann ist es das. Ich will das nicht ausschließen, das kann passieren, das passiert dir aber in der Regel einmal im Leben. Den Tag deiner Erleuchtung, den Tag, an dem du weißt, warum. Und trotzdem kommst du dann wieder in deinem zukünftigen Verhalten in alte Denkmuster, in alte Glaubenssätze, in alte Gewohnheiten und die gilt es nach und nach zu verändern. Das ist das, worum es hier geht. Also es ist ein hartes Training, kontrolliere deinen Geist, kontrolliere deine Gedanken und mach dir die Dinge, die du denkst, bewusst. Nur dann kannst du sie kontrollieren und kannst dann gucken, passt das zu dem, wo ich hin will oder hält mich das gerade davon ab? Und dann konzentrierst du dich auf das, was du willst, schwenkst also quasi diesen Gedanken, kontrollierst ihn und nimmst dein Denken in die Hand und veränderst es in diesem Moment. Und dadurch veränderst du alles im Leben, letzten Endes. Die Yvonne hat mir eine Frage geschickt, die ich auch sehr interessant finde. Wie kann ich in wirklich schwierigen Prüfungssituationen ruhiger und gelassener bleiben und besser mit dem Druck umgehen? Wie werde ich diese Angst des Versagens los, den sie blockiert und macht unfrei, hat sie gesagt. Also konzentriere dich, liebe Yvonne, auf das, was du kannst. Wenn du vor einer Prüfung stehst, du kannst nicht mehr tun als lernen. Du kannst nicht mehr tun, als dir selbst durch Lernen das Gefühl zu geben, dass du das Thema eigentlich gut drauf hast. Aber denk auch daran, du bist nicht alleine. Wir müssen die Dinge zwar alleine tun, aber die Energie, die durch uns durchfließt, ja, wo einige Gott zusagen, ist bei dir. Und das Entscheidende ist nicht das, was du gelernt hast an Inhalten, an Vokabeln oder Prüfungsinhalten. Das Entscheidende ist, dass du die Energie in ein ruhiges Fahrwasser bringst in dem Moment der Prüfung. Also, dass du dich konzentrierst. Und das kannst du am besten dadurch, dass du dir klar machst, dass du zwar alleine dahin gehen musst und dich konzentrieren musst und die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortest, aber in dem Wissen, in diesem beruhigenden Gefühl, ich bin nicht alleine. Und selbst in so Schriften wie Bibel steht schon Frag und es wird dir geantwortet. Das heißt, du kannst jederzeit dich vorher konzentrieren, ein bisschen meditieren und resetten und sagen, lieber Gott, gib mir all die Kraft, die ich brauche jetzt für diese Prüfung und lass mir die Prüfung bestehen. Die werden gut sein.
Dann geh da rein, atme dreimal tief durch und just do it. Mach es einfach. Im Vorfeld jetzt, wenn du noch in der Phase des Lernens bist und du weißt ganz genau, es gibt so viel Stoff, den kannst du gar nicht in dieser Zeit lernen, dann vertraue doch einfach darauf, dass exakt genau die Fragen, die du kannst, zu den Themen, die du drauf hast, kommen werden. Du kannst die Energie manipulieren, im positiven Sinne, lieb gemeint. Also bitte die Energie, den lieben Gott, dir genau die Fragen zu bringen, die du kannst, wo du die Antworten drauf und parat hast. Auch das geht. Ich habe das mit einem anderen schon gemacht, der hatte genau 60 Prüfungsfragen und er hat sich über einen längeren Zeitraum genau vorgestellt, wie genau diese 60 Prüfungsfragen, die er haben wollte, wie er die bekommt in der Prüfung, nur noch schmunzelt musste und die dann abgearbeitet hat, weil er genau das alles konnte. Also nimm die Themen, gib dein Bestes im Lernen, dass du möglichst viel Stoff reinkriegst. Aber viel, viel wichtiger ist das Resetten hier im Kopf, dass du dir diesen Film baust und dir vorstellst, wie du diese Prüfung erfolgreich schreibst und wie genau diese Fragen kommen, die du dir wünschst. Also Klartext, welche Fragen wünschst du dir? Schreib dir die mal auf. Schreib dir mal die Prüfungsfragen auf und Aufgaben, die du gerne hättest, wo du sagst, ey, die kann ich. Und dann stell dir vor, wie du genau da sitzt und genau diese Fragen bekommst. Und glaub mir, wenn du das richtig machst, im tiefen Glauben daran, dann wird das so sein. Und das ist Übung. Durch das Training immer wieder, die das vorstellen und sich damit beschäftigen, die Fragen also auch wirklich mal aufschreiben, wird genau das passieren. Du veränderst die Energie. Das Universum liebt es, dir all das zu bringen, was du dir wünschst. Also wünsch dir nicht die Angst und die Sorge, von der willst du ja weg, sondern wünsch dir die Fragen. Konzentrier dich also auf die Fragen. Wie sehen die aus? Spannend, spannend. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall und viel Erfolg dafür, liebe Yvonne. Liebe Zuschauer, wenn Sie auch Fragen an mich haben und gerne mal eine Frage stellen möchten, damit ich sie hier in der Sendung für Sie persönlich, aber auch natürlich für alle Zuschauer da draußen beantworten kann, dann schreiben Sie mir einfach an schreibalex@alexandervitocco.de und ich freue mich drauf und werde Sie natürlich in der nächsten Sendung dann auch beantworten. Und jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Gast im Gespräch mit Alex. Im Gespräch mit Alex begrüße ich heute die liebe Bianca Lechner. Schön, dass du da bist, liebe Bianca. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Von Herzen gerne. Du bist extra aus Nürnberg angereist. Wir haben ja das erste Mal eine Fränkin hier bei uns. Sehr schön. Wir haben uns kennengelernt, das ist schon eine ganze Zeit lang her, ne? 2011? Ja, 2011 in Mannheim, als ich Bob Proctor sehen wollte. Und ja, und dann standst du auch auf der Bühne. Stand ich auch auf der Bühne, genau. So, und dann hast du, was hast du dir dann gedacht? Du hast gedacht, jetzt spreche ich den einfach mal an. Also das ging ja auch um SGR, also diese Wissenschaft des Reichwerdens, dieses SGR-Programm. Da waren zwei volle Tage. Und es war, glaube ich, der zweite Tag, als wir ins Gespräch gekommen sind. Also ich arbeite ja als Geldcoach, Training und Coaching. Und da führt ja der Weg an der Wissenschaft des Reichwerdens gar nicht vorbei. Mhm. Also so kam ich zum einen zu Bob Proctor, Mannheim. Und dann hattest du deinen Part auf der Bühne und hast da einen Teil aus deinem Leben erzählt, wie du dir einen Traum, einen Wunsch erfüllt hast. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert, als du nämlich vor über 400 Menschen erzählt hast, wie du es geschafft hast, dir deinen Traum, einen Bauernhof, einen Gutshof zu besitzen. Und sehr bewegend fand ich, wie du da ganz ausführlich beschrieben hast, wie der Gutshof aussehen soll, wer drauf wohnen darf, wie du da vielleicht leben willst und wie du das immer wieder visualisiert hast. Und dann siehe da, ich weiß gar nicht mal, ein paar hundert oder ein paar Kilometer entfernt, irgendwann eines Tages war der Gutshof da. Mhm. Und das war das, wo mir so richtig Gänsehaut gemacht hat. Es war auch ziemlich ruhig dann im Saal, als du dann beschrieben hast, wie der Gutshof dann plötzlich da war. Und für mich war das so ein Gefühl, ja, die Vorstellungskraft einzusetzen. Also wie schaffe ich es, mir meine Wünsche und Ziele zu erfüllen, zu erreichen, und der Glaube an mich selbst. Also du hast es sehr schön auf der Bühne formuliert, wie stark du immer an diesem Wunsch, an diesem Glauben dran geblieben bist. Mhm. Jetzt haben wir ja danach ein paar Mal gesprochen, also an diesem Tag, diesem zweiten besagten, da haben wir uns erstmal kennengelernt und dann haben wir aber ein paar Mal uns auch
bei anderen Gelegenheiten getroffen und gesehen und sind immer wieder irgendwie in eine Art Coaching-Gespräch gefallen eigentlich. Ne? Und was hast du für dich da rausgezogen? Also du sagst, dieses an der Vorstellung arbeiten und wie man das schafft, ja, das zu erreichen. Wo waren da bei dir die Knackpunkte, wo du sagst, da hatte ich Bedarf oder da habe ich Mangel gespürt oder ne, wollte da irgendwie weiterkommen? Also zum einen muss ich ja sagen, war ja das gar nicht so selbstverständlich, einen Redner, der vor 400 Menschen steht, einfach anzusprechen. Ja, also es sind ja viele, viele Menschen im Publikum, ja, die vielleicht die gleiche Idee haben, mit dir näher ins Gespräch kommen zu wollen. Mhm. Also habe ich gleich deine Idee von der Bühne mal ausprobiert und umgesetzt. Okay, und gedacht, ich visualisiere jetzt mal, mit Alex ins Gespräch zu kommen. Mhm. Hat den, ja prima geklappt. Den Glauben an mich selbst zu haben, ich schaffe das. Ja. Und das Wesentliche ist ja dann auch, wie du immer so schön sagst, dann ins Tun zu kommen. Mhm. Also dann das Richtige auf die richtige Art und Weise tun. Und das ist mir dann am nächsten Tag schon geglückt, als ich dann einfach einen Schritt aus der Menge gemacht habe und dich angesprochen habe. Also so viel dazu. Mhm. Den Wunsch, den Willen und das dann umsetzen ist das eine. Das andere, was ich dann in unseren Gesprächen immer wieder gelernt habe für mich, ist, dass ich selbst als Coach nicht perfekt sein muss, dass ich nicht alles allein können und wissen muss, sondern ich muss einfach wissen, von wem kann ich mir Hilfe holen, wen kann ich auch mal dazu befragen. Und eine besondere Situation gab es da mal, da waren wir im Gespräch und da hatte ich dir so von Kollege zu Kollege erzählt, wie es mir doch schwerfällt, Menschen anzusprechen, für mein Coaching zu gewinnen, für meine Arbeit zu gewinnen, dass hier lauter Neinsager in meinem Umfeld sind, dass hier Menschen sind, die es gar nicht bezahlen können oder wollen. Mhm. Und da war deine Antwort: Wenn du dir das so denkst, dann ist es ja auch so. Und ich so, super. Ja? Also, was fange ich jetzt das an? Das weiß ich jetzt selbst auch. Ja? Ja. Das war erstmal das eine, aber zum Klarwerden nochmal auf den Punkt gebracht. Aber dann war was wesentlich Entscheidenderes. Und du hast mir dann gesagt, Bianca, du bist nicht im Vertrauen. Mhm. Also vertrau dir selbst und vertrau dem Leben. Mhm. Und das war wirklich ein Satz, der begleitet mich noch heute. Immer wieder, wenn es mal eine schwierige Situation gibt, immer wieder, wenn ich so in das Zweifeln komme, wenn ich ein Problem habe für mich oder für meinen Klienten zu lösen, dann ist es immer der kurze Moment, mal vielleicht die Augen zu schließen und dann in dieses Vertrauen zu gehen. Ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben. Und dann tust du es einfach. Ja, das gibt zum einen erstmal Ruhe, ein Stück weit Sicherheit, weil wenn Vertrauen da ist, ist die Angst weg. Also mir gefällt immer da dieses Beispiel ganz gut, wenn wir in einem dunklen Raum sind und dann wollen ja viele Menschen so die Angst haben und die Dunkelheit vertreiben wollen, die kämpfen dagegen an, aber eigentlich braucht man bloß den Lichtschalter betätigen. Licht an und die Dunkelheit ist weg. Ja. Und genau das ist dieser Tipp gewesen, den du mir gegeben hast. Hab Vertrauen, also diesen Schalter zu drücken, Licht an und die Angst und die Sorgen sind erstmal weg. Da fällt mir dieser schöne Spruch zu ein, doch für Sie, liebe Zuschauer zu Hause, dieses, wenn Furcht an die Tür klopft und Mut macht auf, ist die Furcht gegangen. Den fand ich so süß, diesen Spruch, aber er ist so wahr. Ja? Ja, so, ja. Wenn man sich also anstatt mit der Furcht zu beschäftigen, mit dem Mut beschäftigt und dieses so, komm, ich lasse jetzt so, ich versuche das jetzt einfach mal, es wird schon irgendwie gut gehen und ne, so. Und das, was wir eben auch hatten bei den E-Mails, dieses sich bewusst machen, dass man nicht alleine ist. Mhm. Ja, dass diese Energie ja durch und durch fließt und man einfach so die Energie, dadurch, dass man sich auf das Vertrauen schon, und das macht man ja auch durch Visualisieren, man stellt sich dann ja auch vor, wie es ist, ne? Wenn man es dann erreicht und wenn man es dann tut. Und so hast du dir in der Schlange stehen vorgestellt, wie das ist, wenn du jetzt den Alex ansprichst. Ne? Und das ist, finde ich, ein super tolles Beispiel, weil das sind gerade die Kleinigkeiten im Leben, wo man sich schwer tut, an denen man vielleicht schon mal hängt, ja, und dann irgendwie, wie schaffe ich es jetzt, ja, den Mut zusammenzureißen und den anzusprechen. So, ich habe ein ähnliches Beispiel mit Bob, ja, das ist mir genauso passiert. Also es ist immer, wir sind alle gleich, ja, wir haben alle die gleichen Probleme, die uns immer wieder mal in unterschiedlichen Situationen begleiten. Finde ich sehr klar, sehr klasse. Also unterm Strich kommt es darauf an, wenn ich das mal zusammenfasse, zu visualisieren, also zu wissen, was man will, zu visualisieren, sich das vorzustellen, also das Positive vorzustellen, das Ergebnis, wie man es gerne hätte. Und dann einfach dadurch gewinnt man ja auch ein bisschen an Mut, ne, und an Vertrauen, sagen, okay, komm, ich schaffe das, ne, sich gut zureden und so, jetzt mache ich einfach mal. Wie hat sich das dann verändert für dich? So nach diesem Gespräch, wo dieser Groschen, diese Klarheit dann vielleicht da wurde und der Groschen gefallen ist, wie hat sich das auf den Rest deines Lebens verändert? Im Alltag, im Coaching vielleicht? Oder?
Also ich nutze dieses Beispiel jetzt gerne, dass ich mir das in dem Moment dann bewusst mache. Weil meistens haben die Menschen ja Angst, wenn irgendeine schwierige Situation ist, dass man sich mit der Schwierigkeit beschäftigt. Ja. Dass man, also in meinem Beispiel beschäftigen sich die Menschen eher mit dem Armutsgedanken, mit der Sorge, wo kommt Geld her, nicht genügend Geld zu haben, statt sich dann vielleicht auf die Lösung zu konzentrieren. Und das war dein Impuls an mich. Schau doch mal von der anderen Seite das an. Ja, also geh mal den Vertrauensweg und nicht den Weg der Sorgen. Und das ist jetzt für mich ja eine ganz, ganz gute Hilfe im Alltag, wenn ich mal auch Mut brauche, nicht nur einen Kollegen anzusprechen, sondern überhaupt jemanden anzusprechen. Weil meistens haben wir ja Angst davor, dass wir Nein bekommen, dass wir irgendwie abgelehnt werden, dass wir nicht gewertschätzt werden. Ja. Das ist eigentlich die große Sorge und deswegen fehlt ja oft da der Mut. Und wenn ich dann ins Vertrauen gehe und sage, ich habe ja nur zu gewinnen, ich habe nichts zu verlieren, also die Gewinnerposition einnehme, dann fällt es mir leichter. Und was sind die Ergebnisse, wenn du mehr im Vertrauen bist und dann mehr den Mut aufbringst und tust? Also zum einen sind es bessere Gefühle, ja? Mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, dann einfach auch überlegter an bestimmte Dinge rangehen. Also dann natürlich der Mut, bestimmte Dinge anzupacken und dann kommt natürlich auch der Erfolg. Okay. Das ist der schöne Nebeneffekt dabei. Der schöne Nebeneffekt, ja genau, darauf wollte ich hinaus, dass man ja dann auch wirklich mal sagt, Mensch, okay, und dann klappt das auch, ja, und dann hat man mehr Erfolge, dass man Leute anspricht und die dann so, ja klar, warum nicht, und man hat, dann denkt man so, warum habe ich die nicht angesprochen, ja, so, und dass man wirklich dann auch einfach leichter durchs Leben geht, im Nachgang, weil man dann merkt, oh, ich habe es getan und dann beim nächsten Mal wieder und oh, ja, ich habe es getan, ja, und irgendwann wird es immer leichter. Ja. Natürlich schickt das Leben einem immer wieder neue Situationen, wo man wieder geprüft wird und das ist ja das, was uns immer wieder gesagt wird, ne? Dein Glaube wird geprüft werden, ja? Und dafür schickt man uns immer wieder neue Situationen, die uns wieder außerhalb unserer Gewohnheitsgrenze dann bringen, wo wir dann wieder mal beweisen können, ins Vertrauen zu gehen. Sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Bianca. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Vertrauen in den bestimmten Situationen und viele Erfolge dabei, dass du alles erreichst, was du erreichen möchtest. Die Fähigkeiten dazu hast du auf jeden Fall. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Liebe Zuschauer, wenn Sie sehen, wie leicht es manchmal sein kann, in den Kleinigkeiten festzustecken, festzuhängen, dann möchte ich Sie doch nur ermutigen, die Kleinigkeit zu überspringen, sich da ins Vertrauen zu gehen, allen Mut zusammenzureißen und schreiben Sie mir einfach, wenn Sie auch über dieses Thema mal Ängste, Vertrauen, Coaching sprechen wollen und sagen, okay Mensch Alex, ich traue mich jetzt auch mal, dich anzusprechen. Machen Sie es einfach, dafür sind wir hier. Schreiben Sie einfach an schreibalex@alexandervitocco.de, Stichwort Coaching, und dann erzählen Sie mir, was Ihre Situation ist, mit den kurzen, knappen Sätzen, und ich werde mich bei Ihnen melden und auf jeden Fall darauf reagieren und dann gucken wir, wie wir von da aus weiterkommen. Also gehen Sie den ersten Schritt. Dafür war Bianca hier eine super Vorlage, um für Sie die Ermutigung darzustellen, dass es doch einfach geht, wenn man es tut. Und dass es gar nicht so schwer ist, die Angst zu überwinden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei Ihnen. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag um 21 Uhr wieder an gleicher Stelle. Und Sie sehen jetzt noch, wie gewohnt, das täglich Grüß Alex, unsere schöne Inspiration für den Tag. Alles Gute, bis dahin, tschüss. Hallo, mein Freund und Mentor Bob Proctor hat mal zu mir gesagt, ein Ziel zu erreichen ist ein Fakt. Es hängt lediglich von deiner Konzentration ab. Vielleicht sagst du jetzt, naja, aber wenn ich mir ein Ziel setze, dann weiß ich ja noch nicht, ob ich es erreiche oder nicht. Aber das ist genau das Punkt, das ist genau das Problem. Weißt du, erfolgreiche Menschen wissen ganz genau im Vorfeld, dass sie ihr Ziel erreichen. Sie wissen vielleicht nicht wann und ob es in dem vorgegebenen Zeitraum, wo sie sich das vorstellen, erreichen. Aber sie wissen, dass sie es erreichen. Und das ist genau der Unterschied zwischen erfolgreich und Ziele wirklich erreichen oder sich Ziele mal setzen und mal gucken. Das funktioniert nicht. Konzentrierst du dich darauf, funktioniert es. Konzentrierst du dich so lange darauf, bis du es erreicht hast, wirst du es auch erreichen. Es hängt ausschließlich an deiner Konzentration und sonst an gar nichts. Denk mal drüber nach.